Die Highlights der Lausitzer Füchse werden euch präsentiert von Mucke und Weinholdbau GmbH. Neu- und Umbau, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten. Ja, hallo, dann sagen wir nochmal herzlich willkommen hier in der Eisarena zum Spiel der Lausitzer Füchse gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Ihre Kommentatoren heute Marco Ludwig und Thomas Walter. Aber jetzt sind schnell geht 3 auf 2. Na, Kugler mit dort. Jetzt Kugler erneut an der Scheibe. Und den Nummern. Jetzt Möglichkeit. Stettmar dort. Ja. Ihren Schoner zur Stelle. Guter Block hier von Dorfleck-Pfalz. Guter Schuss ja von Hermann auf die kurze Ecke, aber kein Problem für Stettmar. Aber jetzt 4 auf 2 Situation. Klasse Angriff hier von den Roten Teufeln. Ja, schön gesehen von Jabelein. Da ist die Scheibe und der Lunemann. Wo du sagen kannst, das war mal nichts. So, jetzt vielleicht Meckethaler mal in die Grundaufstellung. Jabeleinen knapp am Tor vorbei. Nochmal die Nachschussmöglichkeit. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. 4 auf 3 Situation jetzt für die Rotteufel. Stettmar stark gehalten mit der Maske. Gut zugestellt. Von Polestrone gut zugestellt hier den Passweg. Ja, aber auch ein guter Versuch davon. Jetzt vielleicht der Rebound, jetzt die Scheibe ist noch heiß. Ja. Ja. Gute Möglichkeit für die Füchse. Ja, Valentin rutscht die Scheibe da weg. Und sofort geht Dominik Kovac wieder hart. Ja, Taylor Walsh ist noch nicht wechseln, das Tor klasse ausgespielt. Ja, das ist klasse gespielt. Das ist natürlich das, wenn du aggressiv spielst und rausgehst aus der Box, dann kann das eben passieren. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Diagonal- oder Querpass da. Und dann das 2 auf 1 vom Tor. Rutscht dann noch unterm Schläger durch von Sam Ruop. Und dann ist es das leere Tor von der langen Ecke. Ja, und Kevin Ondos ist hier der Torschütze für die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Und jetzt die Füchse mit Robe Mekitalo. Und dort der Torschütze zum 1:0. Boah, hier kreuzgefährlich und eine riesen Möglichkeit hier für die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Ja, Jonas steht mal wieder mit einem Monster-Save. Und wieder so ein Save. Und wieder ein Mega-Save hier von Stettmar. Watch. Und genau so ein guter Spielzug, wie die Bad Nauheimer das zum 1:0 gemacht haben, haben das jetzt die Lausitzer Füchse hier vorgetragen. Noch eine Sekunde der Strafzeit auf der Uhr, aber klasse rausgespielt. Ein ganz feiner Pass durch die Box da von McFalls. Schleicht sich hinten rein, hier sehen wir schön, kriegt dann die Scheibe und macht sie direkt auch da rein. Das war ein sehr, sehr schönes Powerplay-Tor, muss man ganz klar sagen. Gut gemacht. Boah, Stettmar. Ja, es war in der Situation zu viel Platz in der Mitte. Der Spieler konnte da fast ungehindert ins Slot fahren. Der war knapp am Tor vorbei. Keine Anspielmöglichkeit. Füchse bleiben in Scheibenbesitz. Und Lunemann macht die Ecke zu. Gehen wir hier in Weißwasser in die Verlängerung oder gibt es hier noch eine finale Möglichkeit? Breitkreuz. Boah, war der im Pfosten. Ich denke, da war die Stockhand dran. Oder aber die Stockhand von Lunemann. Egal wie, nochmal ein guter Angriff hier von den Füchsen. Nochmal eine riesen Chance und das Buch kannst du gar nicht schreiben, wenn der reingegangen wäre. Jetzt haben hier sich zwei noch was zu sagen. Aber jetzt hier guter Vorcheck davon, ja, von Mekitalo. Wenn der durchkommt,
Ja, ich kann die Zuschauer verstehen, aber ja, es war kein Foul. Wenn man objektiv betrachtet, das Ganze sieht, dann war das definitiv kein Foul. Und das Tor für die Roten Teufel aus Bad Nauheim und auch das, ja, was dort der Spieler aus Nauheim gerade gemacht hat, in Richtung Mäcki Thalo, muss auch nicht sein. Aber ist egal, die Roten Teufel führen hier 2 Punkte aus der Lausitz. Und jetzt gibt es hier nochmal schwere Diskussionen. Sei es wie es sei. Hier sehen wir nochmal das Tor, ja. Da hat die Zuordnung einfach nicht gepasst auf der langen Ecke. Stand dann Jordan Hickmet völlig blank. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Querpass und keine Chance dafür Stettmer. Ich verstehe natürlich auch, dass der eine oder andere Spieler jetzt unzufrieden ist, weil die Situation vorne mit Mäcki Thalo war auf den ersten Blick grenzwertig. Aber ohne die Emotionen, die wir hier oben an den Tag legen, muss man sagen, es war jetzt kein Foul, was man geben muss.